Mein Name ist Marc Schlüssel, ich bin der Marketingdirektor der Firmenregion Lenzerheide. Und wir sind hier an der Talstation Lenzerheide direkt am Heidsee. Ja, die Firmenregion Lenzerheide ist sehr gut erschlossen. Also wir sind 20 Minuten von der Hauptstadt von Graubünden entfernt, von Chur. Es ist ein sonnenverwöhntes Hochtal. Wir haben Zugang zum größten zusammenhängenden Skigebiet mit Arosa Lenzerheide. Und Lenzerheide ist generell halt sehr sportlich geprägt, im Sommer wie im Winter. Durch die ganzen Gross-Events mit dem Mountainbike World Cup im Sommer, aber auch der Biathlon-WM im 2025, ein großer Meilenstein, der uns bevorsteht. Und natürlich hatten wir auch oder konnten wir auch diverse Ski World Cups in Lenzerheide durchführen. Das Skigebiet Arosa Lenzerheide ist sehr vielseitig und auch sehr groß. Also es ist das größte zusammenhängende Skigebiet in Graubünden und eines der größten Skigebiete in der Schweiz und auch eines der größten Skigebiete in Europa. Es hat über 225 Pistenkilometer, ist eben vielseitig, auch mit dem Zusammenschluss mit Arosa. Es bietet viele Kinderländer, aber auch Snowparks und die ganze Palette von schwarzen, roten und blauen Pisten. Also wir haben da die Westseite, die ist anders kopiert als zum Beispiel die Ostseite. Die Westseite, die hat sehr viele urchige Berghütten, Restaurants, vor allem auch sehr gut geeignet für Familien. Dann eben diese Ostseite mit dem Rothorn, mit dem Gipfel auf über oder auf knapp 3000 Meter, ist vom Anspruch her eher etwas größer. Und dann natürlich Arosa, auch sehr gut für Familien geeignet, mit den vielen blauen Pisten und auch den Kinderländern. Aber Kinderländer gibt es in Arosa wie auch in Lenzerheide genügend. Mein Tag in Arosa Lenzerheide im Skigebiet, der fängt eigentlich in Lenzerheide an. Man kann da, gerade an der Westseite, kann man den Tag starten. Man hat da früh schon eigentlich Sonnenschein. Man kann dann die Talseite wechseln, kann eigentlich immer der Sonne nachfahren und dann mit der Verbindungsbahn, der Urdenbahn, kann man nach Arosa gehen, kann da den Tag genießen, da einkehren in den tollen vielen Restaurants, die es da gibt. Und ein großes Highlight in Arosa ist natürlich die Diamond Slope, eine schwarze, anspruchsvolle Piste, wirklich ein großes Highlight. Und den Abend kann man abschließen im Light Ride in Lenzerheide, einer neuen, innovativen Schlittel, ein innovatives Schlittelerlebnis der Sonderklasse.